Und zugeschaltet ist jetzt der Epidemiologe Professor Timo Ulrichs. Guten Morgen, Herr Professor Ulrichs. Guten Morgen, Herr Hädler, ich grüße Sie. Ja, Omikron wütet also weiter und daher soll es erstmal keine Lockerungen der Maßnahmen geben, aber auch keine Verschärfungen. Herr Professor, das müssen Sie uns mal erklären. Ja, wir müssen uns einfach mal vor Augen halten, wie die Sache jetzt hier ablaufen würde, wenn wir diese Maßnahmen zur Einschränkung der Kontakte nicht gehabt hätten oder auch jetzt nicht hätten. Dann würde das Ganze eben noch viel stärker und schlimmer über uns drüber rollen, sodass also schon davon auszugehen ist, dass diese Maßnahmen gut wirken. Eine Verschärfung bis hin zu einem regelrechten Lockdown, das wäre allerdings jetzt zu viel des Guten. Und wir sehen ja zwar sehr stark steigende neuinfizierten Zahlen, aber eben zeitversetzt eben nur einen leichten Anstieg von der Hospitalisierungsrate. Das heißt, da gibt es eben nur einen relativ kleinen Anteil und den sollten wir auch klein halten. Es ist ja in Ihrem Beitrag gerade gesagt worden, dass da noch was drohen könnte und das müssen wir über einen gewissen Zeitraum verteilen, sodass nicht alles auf einmal in die Krankenhäuser muss und versorgt werden muss, was da an Patienten auflaufen wird. Ja, auf der anderen Seite wird aber davon gesprochen, dass wir bis Mitte Februar noch warten müssen, bis der Höhepunkt erreicht ist, mit bis zu 400.000 Neuinfektionen pro Tag. Das heißt doch, die Regierung muss den Impfturbo mal endlich wieder anschmeißen, denn das Impftempo ist ja massiv zurückgegangen. Ja, in der Tat, das ist sehr schade. Wir hatten ja eine starke Zunahme von Impfungen kurz vor Weihnachten und dann kamen die Tage zwischen Weihnachten, das hat das Ganze noch mal wieder ein bisschen gebremst. Das ist schade, denn wir sollten diese Zeit jetzt auch wirklich nutzen. Es ist ja immer noch möglich, dass man sich impfen lässt, auch in einer Welle. Und wir sollten also nicht einfach nur abwarten, dass dann irgendwann die Impfpflicht eingeführt werden wird oder nicht, sondern jetzt wirklich alles nutzen, das Impfen nochmal populär zu machen, auch gut die Argumente vorzubringen für das Impfen, auch den Impfgegnern nicht das Feld überlassen, sondern wirklich deren Argumente Stück für Stück entkräften und widerlegen und dann wirklich dafür werben. Denn wir sehen es ja auch in anderen Ländern, in Spanien und jetzt auch in Irland kann man sich sehr wohl leisten, mit dieser Omikron-Welle ganz anders umzugehen, nämlich dass man tatsächlich diese hohen neuinfizierten Zahlen hat, aber dann eben nicht befürchten muss, dass wegen eines erhöhten Anteils Ungeimpfter da doch noch viele Fälle eben behandlungsbedürftig sind. Und das ist etwas, was wir auch anstreben sollten. Das heißt also, beides zusammen ist eben sinnvoll, die Maßnahmen jetzt noch durchzuhalten wegen dieser Welle und zweitens aber eben auch wirklich stringent weiter zu impfen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, die beraten ja heute im Vorfeld des am Montag beginnenden erneuten Bund-Länder-Gipfels über die Priorisierung der PCR-Tests. Ist das denn tatsächlich der richtige Schritt, dass künftig die Schnelltests ausreichen sollen, um festzustellen, ob Corona infiziert oder nicht? Tja, uns wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Wir haben nur mal nur begrenzt PCR-Kapazitäten und die müssen wir wirklich dort einsetzen, wo eben diese Nachricht, ob da eine Infektion und möglicherweise nachfolgende Erkrankung vorliegt oder nicht, wichtig ist. Und das sind so sensible Bereiche, wo eben Risikogruppen auch beteiligt sind, also klassischerweise eben Alten- und Pflegeheime, aber eben auch dort, wo kritische Infrastruktur betroffen sein könnte, also zum Beispiel eben Feuerwehr und andere Bereiche, wo es darauf ankommt, dass das Personal darüber informiert ist, dass andere da erkrankt sind oder erstmal infiziert sind, sodass also das nicht sich dort schnell weiter ausbreiten kann. Für alle anderen Bereiche reicht im Prinzip Antigen-Schnelltestung. Das ist zwar viel, viel ungenauer, aber wenn man das auch nochmal regelmäßig macht, kriegt man doch ein einigermaßen gutes Bild. Und damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Das gilt übrigens auch für die dann berichteten neuinfizierten Zahlen. Die könnten dann bald falsch zu niedrig sein, weil eben die Testkapazitäten auch bei den Antigen-Schnelltests irgendwann ausgeschöpft sind und wir dann eben nicht mehr alles belegen können, was die Omikron-Welle an Ausbreitung halt haben wird. Herr Professor, Sie haben es ja eben schon angesprochen, aber wir wollen mal ein bisschen gemeinsam genauer ins Ausland schauen, wie dort mit der Omikron-Welle umgegangen wird. Denn einige Länder haben ja bereits damit begonnen, Covid-19 wie andere endemische Krankheiten ähnlich der Grippe zu behandeln. Allen voran ist Spanien mit dabei. 90,5% der Bevölkerung über 12 Jahren sind ja dort in dem südeuropäischen Land bereits vollständig geimpft worden. Das ist eine der höchsten Impfquoten weltweit. Und auch Irland, Großbritannien und Frankreich lockern jetzt massiv diese Beschränkungen. Und Herr Professor Ulrichs, wenn wir uns also die Situation in anderen Ländern anschauen, dann sieht man, da geht man irgendwie sehr viel progressiver mit dieser Omikron-Welle um. In Deutschland steht man so ein bisschen auf der Bremse. Sollte man nicht über den Tellerrand schauen, um zu schauen, was wir hier machen können, um das Ganze ein bisschen zu entzerren?
Naja, entzerren ist das richtige Stichwort. Wir haben eben das Risiko, dass noch sehr viele Ungeimpfte bei uns sind, die alle, also nicht alle, aber eben von denen ein Anteil eben doch dann so schwer erkranken könnte, dass er ins Krankenhaus muss. Das Risiko ist in Spanien, in Irland und so weiter viel, viel niedriger, einfach wegen der schieren Zahlen. Die haben weniger Ungeimpfte und auf die müssen wir hier in Deutschland Rücksicht nehmen. Deswegen diese angezogene Handbremse, daher auch, dass diese ganzen Maßnahmen, die wir ja schon eingeübt haben, bis hin zur Kontaktbeschränkung ja sinnvoll sind, dass wir eben hier diese Sache etwas strecken können. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, in anderen Ländern wie in Großbritannien ist man mit der Omikron-Welle ja schon viel weiter. Da ist der Peak erreicht, überschritten, die Zahlen gehen runter. Und wenn wir soweit sein werden, und das ist ja in wenigen Wochen dann auch der Fall, dann können wir auch dann sehen, dass wir da entspannen und auch lockern. Das heißt, wir werden durch diese Welle durchgehen. Es wird also nicht oben bleiben mit diesen hohen Zahlen. Und das Entscheidende ist, wie viel davon durchschlagen wird auf die Krankenhäuser. Und wie wir das abfedern, weil ja auch gleichzeitig Personal ausfallen wird und jetzt schon ausfällt durch Infektion, also durch und dann weg ist wegen Isolation oder Quarantäne, das muss eben gut gemacht werden. Und da ist es eben notwendig, dass wir alle verfügbaren Kräfte dann in dieser heiklen Zeit dann immer noch dann einsetzen können. Professor Timo Ulrichs, danke für Ihre Expertise, danke für das Gespräch und natürlich bleiben Sie auch weiterhin in diesen Zeiten gesund.